Weingelee mit selbstgemachter Vanillesoße. Wie dieser sommerliche Spaß funktioniert, seht ihr in diesem Video. Oh, ist das lecker. Es ist Hochsommer, es ist warm. Wir haben Gäste, wir wollen ein kleines, super leichtes Dessert machen. Dann seid ihr mit einem Weingelee von Großmutters Rezeptsammlung genau richtig. Und es ist vollkommen egal, ob ihr so wie wir heute einen trockenen grauen Burgunder nimmt, euren Lieblingswein, etwas Alkoholfreies bis hin zu klaren Säften. Es spielt überhaupt keine Rolle. Dieses Rezept ist universell einsetzbar. Wir haben heute 4 Gläser und wir wollen die nachher füllen. Deswegen nehmen wir ungefähr einen halben Liter Weißwein. Den messen wir uns ab, weil dazu gehört natürlich auch unsere Blattgelatine. Die Blattgelatine für einen halben Liter, also für 500 ml, 5 Blatt, kann man sich gut merken. Ich habe hier einfach nur ein bisschen kaltes Wasser. Da geben wir die Blattgelatine hinein und lassen die schon mal ein bisschen einweichen. Was wir außerdem noch brauchen, sind 120 Gramm Zucker und natürlich unsere Früchte. In einem Weingelee habe ich immer noch am allerliebsten die Weintrauben. Es wäre aber auch denkbar, da jetzt einen schönen Pfirsich hineinzugeben oder Ananas, Mango, worauf immer ihr Lust habt, was gerade Saison ist. Und zu den Weintrauben in der Zwischenzeit, wo unsere Blattgelatine hier einweicht, habe ich noch vielleicht einen guten Tipp für euch. Ich liebe die dunklen Weintrauben für unser Weingelee, weil der Kontrast ist nachher wunderschön. Haben wir weiße Trauben, dann kann man anfangen, diese Trauben auch abzuziehen. Das geht mit einem Messer ganz gut. Da geht man dabei und zieht die Haut so herunter. Aber was passiert, wenn man eine blaue Traube abzieht? Schaut mal, ich möchte euch das einmal zeigen. Dann haben wir darunter eine weiße Traube. Deswegen ist das so ein bisschen widersprüchlich. Wenn wir ein weißes Weingelee machen mit weißen Trauben, dann empfiehlt es sich, die weißen Trauben abzuziehen, weil du hast einfach ein besseres Gefühl. Du knackst nicht so in dem Gelee. Bei dunklen Trauben macht es überhaupt keinen Sinn, weil dann machen wir aus den dunklen weiße Trauben. Der zweite Tipp zum Thema Weintrauben ist, manches Mal haben wir Pech, wenn wir Weintrauben einkaufen, die sind voller Kerne. Das kann man von draußen ja nicht sehen. Und wenn ihr so eine Weintraube habt mit Kernen und ihr wollt ein Weingelee machen oder sonst irgendetwas, dann ist es wirklich nicht schön, auf diesen Kernen herumzubeißen. Und dafür habe ich ein ganz teures Hilfsmittel, und zwar eine Büroklammer. Diese Büroklammer ist zum Entkernen von Weintrauben wirklich Gold wert. Man biegt sie einfach nur auf, das heißt, dieses schmale Teil wird so aufgebogen. Wir biegen das ein bisschen zusammen. Und wenn wir jetzt hier hineingehen, da unten am Stiel, und wir greifen da hinein, dann kann man jetzt, ich hoffe und bete, dass diese Weintraube einen Kern hat. Nein, hat sie nicht. Das sind kernlose Trauben. Aber ihr ahnt, was ich euch zeigen möchte. So kann man dann die Kerne herausfischen aus einer Traube, die viele Kerne hat. Ich hoffe sehr, dass ich heute noch eine finde mit Kernen. Nein, leider auch nicht. Wenn man so viele Kerne in einer Weintraube hat, dann freut man sich, dass man weiß, wie man die da wieder rausbekommt. So, schau mal, unsere Blattgelatine ist so richtig schön eingeweicht. Und wenn wir diese verarbeiten wollen, dann brauchen wir Wärme. Die löst sich ja in warmen Flüssigkeiten sofort auf. Was jetzt komplett schlecht wäre, wenn wir diesen Weißwein komplett auffüllen und erwärmen würden. Deswegen nehmen wir nur ganz wenig von unserem Wein. Wie viel spielt keine große Rolle, vielleicht ein Zehntel, spielt wirklich keine entscheidende Rolle. Und da drin lösen wir jetzt auch schon unsere 120 Gramm Zucker auf. Und in diese Zuckerweinmischung geben wir jetzt gleich unsere Blattgelatine. Da ist es allerdings wichtig, dass wir die Blattgelatine ein bisschen ausdrücken, weil wir wollen möglichst wenig Wasser in unserem Weingelee haben. Ich erzähle es immer wieder gerne zum Thema Blattgelatine. Ich habe mal einen Kochschüler gehabt, der hat bei seiner Prüfung mit Blattgelatine arbeiten sollen. Der hat sie auch ganz brav ausgedrückt, die Blattgelatine, und hat dann das Einweichwasser
in sein Dessert hineingeschüttet und die Blattgelatine weggeschmissen. Das wäre an dieser Stelle falsch. Durchgefallen, würde ich sagen. Hat mit Mühe bestanden, aber es lag nicht an seinem Dessert. Das lösen wir jetzt auf. Und in der Zwischenzeit können wir jetzt unsere Gläser mit den Weintrauben füllen. Und ich habe es ja eben schon erwähnt, die sind jetzt komplett kernlos, was ja eigentlich schön ist. Aber für meinen tollen Trick war das jetzt nicht förderlich. Und auch hier gibt es jetzt kein in Granit gemeißeltes Dessert, wie viele Früchte ihr da hineintut. Es soll nur schön aussehen. Und vielleicht ist auch eine Kombo zwischen zwei verschiedenen Früchten jetzt ganz nett. Macht es so, wie ihr das denkt. Wie heißt es in der Werbung? Hauptsache, ihr habt Spaß. Die Idee, den ganzen Wein aufzuwärmen, um da drinnen die Blattgelatine aufzulösen, ist kontraproduktiv, denn es dauert erstens viel länger, bis das wieder kalt ist. Und zweitens kann es euch passieren, dass diese schöne, klare Flüssigkeit beim Aufkochen trübe wird. Was wir jetzt machen, wir haben jetzt hier unsere Zucker-, Wein- und Blattgelatine-Mischung, die geben wir immer, in jedem Fall, durch ein Sieb in unseren Wein hinein, weil es kann ja immer noch mal passieren, dass ein bisschen Blattgelatine sich nicht aufgelöst hat. Nur um sicher zu sein, gießen wir das mal durch ein Sieb. So, und jetzt füllen wir damit unsere Gläser auf. Und da gibt es jetzt auch zwei grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten. Wer jetzt möchte, dass die Früchte jetzt so liegen bleiben, der stellt das Ganze jetzt so, wie es ist, einmal in den Kühlschrank hinein, lässt es fest werden und gießt dann später den nächsten Weißwein obendrauf, weil man hat jetzt die Möglichkeit, wenn das fest wird, noch eine zweite Sorte Früchte obendrauf zu legen, sodass das so schichtweise ist. Da Carmen und ich heute aber nur mit Weißwein arbeiten, füllen wir das jetzt direkt auf und ihr seht, die Weintrauben bewegen sich so ein bisschen nach oben, was ich aber jetzt gar nicht schlimm finde. Das machen wir bei allen vier Gläsern. So, und unsere kleinen freundlichen Cocktails, die stellen wir jetzt so lange kalt, bis unser Gelee fest geworden ist. Und ihr könnt euch das jetzt vorstellen, jetzt sind die Weintrauben nach oben gekommen, hätten wir sie erstmal angegossen, fest werden lassen, dann wären sie jetzt unten, aber ich finde es so genauso schön und macht ein bisschen weniger Arbeit. Tschüss ihr Lieben, wir haben jetzt hier unsere selbstgemachte Vanillesoße, das Rezept blenden wir gerade nochmal ein und unser Weingelee hat jetzt ungefähr anderthalb Stunden gebraucht, bis es angezogen ist. Und da geben wir jetzt unsere Vanillesoße drüber. Oh, das sieht ja wirklich gut aus. Und siehst du in der Vanillesoße noch die von unserer Vanille die ganzen kleinen schwarzen Punkte, so wie es sich gehört? Das ist ja, glaube ich, eigentlich immer das Beste, die Vanillesoße, oder? Ja. Wer hat, macht darauf jetzt noch ein kleines Blättchen Minze. Ja, Großmutters Weingelee. Also es geht so super schnell und das Allerbeste ist, wenn ihr einen Tag später Gäste habt und ihr wollt was vorbereiten, da stellt ihr einfach in den Kühlschrank die Vanillesoße drauf und es ist einfach super, finde ich. Und wie gesagt, die alkoholfreie Variante geht ja auch. Weitere Rezepte blenden wir ein. Kamerafrau Carmen hat das linke Auge. Ich bin mir nicht sicher, auf den oder den gerichtet. Wir werden das gleich sehen. Soll ich mal probieren eben, ja, Carmen? Ich esse dir jetzt mal wieder was vor. Ja, egal. Ist nicht so schlimm. Ich kriege ja die anderen drei. Das dauert aber immer so lange. Das ist wirklich gut. Probiert es aus. Ich sage tschüss. Kamerafrau Carmen freut sich. Mit vollem Mund redet man nicht. Wir sagen Dankeschön und tschüss. Wir haben euch lieb. Tschüss.